Ich drehe mich um und kehre zurück, während ich etwas murmel, ja, während vor mich hin murmel. Aber dann hören meine Beine auf einmal auf zu laufen. Was würde sie tun, wenn ich jetzt auf einmal verschwinden würde? Sie würde bestimmt anfangen, mich zu suchen. Es scheint so, als wäre ich in einer verzwickten Lage gelandet, oder? Ich fühle mich ein wenig irritiert. Irritiert über mich selbst, wie ich es geschafft habe, mich in diese Situation überhaupt zu bringen. Also bist du nicht der Einzige, der darüber irritiert ist, Andy. Nichts wäre passiert, hätte ich einfach nichts gemacht. Ach, verdammt. Ich schüttle meinen Kopf, um von den Gedanken wegzukommen. Ja. Ich muss einfach das tun, was sie mir aufgetragen hat. Ich muss einfach so natürlich wirken, wie es geht. Wenn ich das tue, dann wird auch alles ganz smooth verlaufen. Und wenn das passiert, dann muss ich heute auch nicht bereuen. Alles, was heute passieren wird, ist, dass ich dort Abendessen werde bei ihr im Haus und dann werde ich nach Hause gehen. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist, was ich tun werde. Okay, ich mach mich auf die Spur und beginne mal wieder mit dem Laufen. Während ich wie meine Gedanken wieder darin versinke, wie es verlaufen könnte. Warte, nee. Achso, während ich meine Gedanken darin versinke, wie ich dieses unnatürliche Ereignis in ein natürliches verwandeln kann. Das ist also der Platz. Hä? Ich sehe eine Bäckerei direkt auf der anderen Seite der Straße vom Park aus. Ganz kurz. Ja. Wenn ich verstehe seinen Gedanken, dass es halt irgendwie weird ist, dass er vorher dort ankommen soll, ne? Ja. Oder halt irgendwie so. Ich sag, was ich dann einfach gemacht hätte. Was Wenn sie denn? schon sagt, ja, wenn du es nicht findest, warte im Park, dann hätte ich sowieso im Park einfach gewartet und so getan, ob ich es nicht gefunden hätte. Einfach damit du nicht alleine dort ankommst. Ja. Das sieht voll lecker aus. Ich hab voll Hunger jetzt. Das Aushängeschild sagt Furukawa Brot. Was für ein langweilig aussehendes Geschäft. Sieht voll lecker aus. Soll ich Schnauze halten? Die Glastür ist halb geschlossen, aber ein brillierendes Licht scheint aus ihr heraus. Hä? Like noch? Also, ähnlich zu einer umgestoßenen Soda-Dose ohne Deckel. Weirder Vergleich, wenn ich mal so anmerken darf. Sie scheinen noch still offen geöffnet zu haben. Aber auch wenn, es ist immer noch hart, den Mut zu fassen, da reinzulaufen, einfach so. Kommen überhaupt andere Kunden außer irgendwelchen, wie heißen das, Dauerkunden hierher? Wie heißen das? Stammkunden. Regulars, ja, Stammkunde. Stammkunden oder Ja. halt, ja. Wenn ich jemand wäre, der Brot kaufen würde, dann würde ich ziemlich sicher woanders nach Brot schauen. Selbst wenn es bedeuten würde, die Straße weiter runterlaufen zu müssen. Boah, ist der Oha! mies, Alter. Ist der fies! Viel zu böse. Aber heute bin ich hier, weil Furukawa mich eingeladen hat. Ich habe nur eine Option und die ist es, reinzugehen. Ein paar Knochen. Engage! Rein in die Bücher, Jungs, rein. Warte doch einfach im Park.
Also ich meine, es ist immer noch besser, als von dem Büchermädchen Blätter angeboten zu bekommen zuerst. Hallo, die war auch verdammt süß. Können wir aufhören, da hier über Leute zu Okay. lästern? Kotomi hieß ja, glaube ich, genau. Im Park. Ich steige durch die Tür und gehe hinein. Sieht doch voll gut aus. Ja, true. Oh, da sind Croissants. Gibt doch anpannen. Keiner ist Nein. hier. Hey yo! Ja, sehr natürlich. Hey yo! Ich versuche irgendwas zu sagen. Aber ich bekomme keine Antwort. Also haben Sie das jetzt einfach verlassen gelassen? Wenn das der Fall ist, dann könnte jetzt einfach jemand so viel Essen mitgehen lassen, wie er möchte. Ich schaue mir die verschiedenen Arten von Brot an, welche sich eingereiht auf den Regalen befinden. Es ist eine Menge übrig geblieben. Was machen Sie mit all diesen übrig gebliebenen Broten? Obwohl es schon ziemlich spät ist, sind die einzelnen Regalschubladen immer noch voll mit Brot. Aber sie sehen eigentlich ziemlich lecker aus. Ja, sag ich doch. Kompliment mal. Ich glaube, ich probiere mal eins davon. Ich nehme mir eins vom Regal. Aber während ich es einfach in Richtung meines Mundbeweges bewege, bemerke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Meine Hände stoppen. Da ist etwas darin. Guten Abend. Dann Mike. Ja, ich weiß, das ist nicht mein Mike. Das ist bei... Ich mach mein Fenster mal kurz wieder Spricht, zu, warte. ja, warte, spricht es jetzt, spricht die Frau dann Jana oder Andy? Bauarbeiten draußen, was zur Hölle? Er meint, er soll den Vater sprechen, das heißt, scheinbar spricht er dann die Mutter. Ich weiß nicht. Ich spreche die Mutter. Okay. Dann bist du der Vater. Auf einmal Eventuell. höre ich eine Stimme von hinter mir. Cute. Ich drehe mich im Schockzustand herum, nur um eine Frau zu finden, welche direkt vor mir steht. Aufgrund Schütze. der Schürze, die sie trägt, gehe ich davon aus, dass sie hier wahrscheinlich arbeitet. Könnte sie Furukawas Mutter sein? Sieht überhaupt nicht eins aus. Sie scheint mir ein wenig jung zu sein, wenn das der Fall sein sollte. Das ist das dieswöchige neue Produkt. Test es doch bitte aus. Wie viel kostet es? Du musst gerade nichts bezahlen. Du musst es nicht bezahlen. Es wäre nur eine Verschwendung, da wir es eh wegwerfen würden, wahrscheinlich. Kann ich ganz kurz was anmerken? Warum stand da eigentlich Furukawa and Mother. Furukawa Ja, hab ich auch gedacht. Oh, was für ein Glück ich hab. Das Konzept dahinter ist ruhig. Also werde ich mich ruhig fühlen, wenn ich das esse. Ja, ich glaube, du wirst verdammt still sein danach. Also ich glaube, die haben da so eine, ich sag mal, bestimmte Pflanze runtergemischt, die man normalerweise in Eine Brownies packt. beruhigende Pflanze, haben sie da Eine sehr reingetan. beruhigende Pflanze, die man normalerweise in Brownies findet. Einfach, da ist einfach Dings, K.O.-Tropfen drin. Ja. Ich habe jetzt eher von Hanf geredet, aber okay. Ich verstehe nicht richtig, aber ich probiere trotzdem ein Stück. Es ist Feuer von Reiskräckern. Ist das nicht super? Ich glaube, es ist eine sehr, sehr stonks Idee. Oh mein Gott, wie geil! Einfach Reiskräcker sind da drin. Es hat mich auf jeden Fall geschlagen, das kann ich schon mal sagen.
Es ist es. Ich nenne es Reiskrickerbrot. Lecker! Einfallsreicher Name. Reiskricker im Brot. Trockner geht auch nicht, oder? Ich wollte gerade sagen, so. Kannst du auch direkt 10 Liter Tee trinken. Genau wie es mir versprochen wurde. Ich sehe schon. Ich kann mir vorstellen, dass auch egal ob jünger oder älter, alle werden lieben, das zu essen. Ich erwarte eher einen Aufstand des Entsetzens von ihnen, wenn ich ehrlich bin. Hat er das laut gesagt? Ja. Oder? Nein, eigentlich war das eine Sprechblase, Gedanke ja, gerade. Ach so, das war ein Gedanke. Oh mein Gott, danke, ich wollte schon sagen. Ich glaube, mein Gesichtsausdruck macht sie ein wenig nervös. Magst du es etwa nicht? Sie fragt mich mit einer Angst in ihrer Stimme. Oh, Jeremy! Ja, ich sage es einfach gerade heraus. Niemand wird sich dieses Brot kaufen. Was ist denn das Problem? Ist es der Name? Ich war sehr, sehr selbstbewusst mit dem, also ich war mir sehr sicher mit dem Namen, weißt du? Nee, ich war nicht sehr sicher mit dem Namen. Aber noch, ich habe das von der Vereinigung nicht gesehen. Ah, was soll ich jetzt, zu was soll ich es denn jetzt ändern? Es ist sehr krümelig. Vielleicht sollte ich sie dann zu Krümelbrot ändern. Oder ist Crackerbrot besser? Darf ich? Ja, bitteschön. Ich war gerade zu Brain Afghan. Ich glaube, das Problem ist mehr fundamentalerer Natur als das. Oh, was denn? Ich glaube, das, was schiefgelaufen ist, war deine Idee, Reiskracker in Brot zu packen. Aber schmeckt es denn nicht gut? Ich sage dir das nur, weil es nicht gut schmeckt. Oh nein! Oh mein Gott, du kannst dich doch nicht zum Weinen bringen, Jeremy, du Arsch! Tränen beginnen sich unter ihren Augen anzusammeln und dann dreht sie sich um und rennt weg. Hey, was ist falsch mit dir? Bist du ein Kind oder was? Ich meine, keine Aufnahmen. Das Geschäft ist mal wieder verlassen. Ich stehe hier. Verdutzt und alleine. Ach, scheint so, als würde der Apfel nicht weit vom Baum fallen. So ein scheiß Witz. Tut mir jetzt voll leid. Ich kann mir nicht helfen, als über diesen Spruch nachzudenken. Kann ich das auch mal sagen? Guter Ersteindruck, by the way, wenn du hier Abendessen möchtest. Ja. Ist halt so. Was für eine Art von Familienumgebung ist das hier überhaupt? Ich fühle mich mehr und mehr unruhig. Ich hoffe, ihr Vater ist wenigstens normal. Oi, oi. Nante koto shite kuren da yo, teme. Hey, du, was wirst du dagegen tun? Oder was wirst du dagegen tun? Ist mir scheißegal jetzt so. Ich höre eine angsteinflößende Stimme, welche mich aus dem Hinterzimmer ruft. Oder von hinter mir ruft. Genau, angsteinflößend. Ich drehe mich um sie anzuschauen.
dieses Mal ist es ein Mann mit einer sehr bedrohlichen, mit einem sehr bedrohlichen Gesichtsausdruck, welcher mich anstarrt. Bitte sag mir jetzt nicht, das ist Ihr Vater? Er ist jung, genauso wie Ihre Mutter. Hä? Achso, er sieht aus wie ein Teenager-Rüpel, der ein bisschen ins Alter gekommen ist, aber es nie geschafft hat, groß zu werden oder erwachsen zu werden. Alles, was du tun brauchst, ist es essen und ihr sagen, dass es köstlich schmeckt. Es heißt Manieren haben. Man nennt es Manieren. Das ist nicht etwas, was ich tue für jemanden, den ich zum ersten Mal treffe. Die Wahrheit ist immer etwas schlimm, weißt du? Wie kaltherzig musst du sein, einfach hier reinzukommen und ihr strikt ins Gesicht die Wahrheit zu sagen. Oha! Stell dir einfach mal vor, deine Eltern würden plötzlich zu dir kommen eines Tages und dir sagen, ja, eigentlich haben wir dich als kleines Baby unter der Brücke gefunden und aufgenommen. Du würdest etwas schockiert sein, oder? Das ist der Grund, warum du ihr sagen solltest, dass das Brot gut schmeckt. So, also, was hast du nun zu sagen? Ich werde dich jetzt nicht hier rauslassen ohne irgendwas. Du wirst nur weil du ein Kunde bist. So. Jeder, der ihr Brot hier probiert, sagt ihr jedes Mal, das Brot sei köstlich. Es würde wie Wolken und Regenbogen vom Geschmack her. Sein, genau. Es ist eine nicht ausgesprochene Regel. Ein Code. Es ist ein Gesetz. Das ist absurd. Ihr bricht diese Regel nicht. Wenn du es tust, werde ich ein Mudhole, also ein... Einfach ein Loch in dich stampfen. Werde ich ein Loch in dich stampfen und dich einfach trocknen lassen, so. Was für eine Art von völlig absurden Zuhause bin ich hereingeraten. Das ist schon wieder eine Menge übrig gebliebener Brote. Grummelt der Mann vor sich hin, während er rausläuft aus dem Geschäft. Also im Geschäft, während er im Geschäft herumläuft. Er greift eine Menge an Broten von den verschiedenen Regalen und stopft sie in Plastiktüten vor meinen Augen. Was ist, oder? Wir haben nur eins von Sanaes Crackerbroten verkauft. Und das ist in meiner Hand. Diese Leute werden dann, wir werden zu... Ne, diese Brote. Geist, er meint mit Geist die Brote. Also die, oh mein Gott, Junge. Ja. Okay,
Die Brote werden dann wahrscheinlich zu Isogai-sans Haus gehen. Genau. Also läuft er herum und die übrig gebliebenen Brote teilt er dann mit den Nachbarn. Niemand mag so einen Typen. Was? Dieses Brot hat sich auch gar nicht verkauft. Nein! Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zu rennen. Und es wäre auch ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören, weil ich jetzt einen Termin gleich habe. Das heißt, danke Leute fürs Zuschauen. Ich glaube, wir haben eine gute Stelle. Es ist zumindest ein sehr guter Cliffhanger, wo wir jetzt hier gerade sind. Was wird also dann mit Furukawas Mom und Dad passieren? Werden wir ein paar aufs Maul kriegen? Oder wird sich die Situation entspannen können? Und wann kommt Nagisa endlich, um uns hier rauszuholen aus dieser Situation? Fragen über Fragen, und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein bei den nächsten Parts. Haut rein. Ciao.